So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück hier bei Folge 107 von Let's Play Mountain Blade Bobbin Staffel 3. Und wir machen sofort weiter, denn wir haben ja nicht so viel Zeit, ne? Wir haben ja nur 15 Minuten, wir machen sofort weiter hier mit dem... Oh, da wird wieder überfallen. Der will's von hinten. Okay, dann verpiss dich halt. So, wir machen ja wieder weiter mit unseren... Dingens hier, ne? Mit unserem... Genau, ihr wisst, was ich meine. Guckt euch den an. Wie frech der ist, mit 17 Leuten. Nix kann der. Lol, der war mal bei uns, ne? Warte, haben wir nicht eben gerade noch mit dem, in Folge 106 mit dem gekämpft? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall sollte ich sich mal verpissen. Ja, 1100 kriegt ihr. So. Wird überfallen? Von wem denn? Oh! Merkt man gar nicht, wie die Leute hier dauerhaft überfallen. Oh, weg mit dir, mein Freund. Weg mit dir. Ich denke mal, bei dem können wir auch draufhauen. Ja, ja, das sollte kein Problem sein. So. Genau, und ich glaube, ich habe immer noch nicht erwähnt, dass wir ausbilden wollen. Ich glaube, dazu bin ich immer noch nicht gekommen, aber jetzt habe ich es gesagt. Jetzt habe ich es auf jeden Fall gesagt. Oh. Fuck, ich habe nichts zu trinken bei mir. Wird mein Hals doch schon wieder ein bisschen trocken. Wir haben keine Lanzen. Doch, der eine hat eine Lanze. Jetzt kann er mir auch nichts mehr tun mit seiner Lanze. Lanze, Penis, lustig. Oh Gott. Oh Gott. Ich frage mich, warum ich den gerade gebracht habe. Das war jetzt echt unnötig. Das war dick unreif. Aber ich bin 17. Ich bin noch nicht 18, ja. Also darf ich unreif sein, ja. Gott, ey, das sind alles wieder Bauern. Wisst ihr, wir haben jetzt ein akzeptables Reich mit so drei Städten, ja. Und die denken, die können hier mit 38 Mann reinmarschieren und dann plündern und dann hier so ungestraft wieder rausmarschieren. Das ist, finde ich, das ist eine Frechheit. Die respektieren uns wieder nicht genug, Traurig, aber wahr. Guck mal, es sind 20.000 Leute gegen mich, ja. Und die können nichts. Machen mir kein Damage. Noch nicht mal meinem Pferd. Hier, der wirft mit Stein. Was denn das für eine Armee? Der wirft mit Steinen, meine Freunde. Könnte ich ja sogar unsere Bauern gegen die verteidigen, wenn ich ehrlich bin. So, weg mit dir, komm. Na, kommt, Jungs. So, du auch noch. Und wie, die flüchten schon. Was ist denn das? Wo ist denn hier die Herausforderung, meine Freunde? Aber Hauptsache, ich krieg ein paar XP, weil wir wollen ja noch einen Punkt hier auf Stärke setzen, ne? So ein Fähigkeitspunkt. Damit wir endlich unseren guten Bogen haben und hier ein bisschen die Gegner rasieren bei den Belagerungen. Weil ich habe mich dazu entschlossen, ich werde jetzt eigentlich nicht mehr auf Burgen klettern. Ich stehe einfach unten und schieße die alle ab. Wenn ich halt einen guten Bogen habe, ne? Sollte eigentlich funktionieren. Ach, Gefangener, perfekt. So. Und wir haben jetzt eigentlich wirklich sehr lange nicht mehr geplündert, ne? Also ich bin der Meinung, unsere hier Ehrenwertung ist immer noch auf minus 25. Könnte sich eigentlich mal bessern. Hier doch einer. 25. Der hat Eier. Kriegt auch das Maul dafür. Ist echt traurig, ja. Oh lol, ich kann den nicht mal anklicken. Bin ich dumm oder was? We meet again, mein Freund. Tschüss. Todbeste. Ach, es gefällt mir, dieser Vogel auf den Köpfen. Er sieht sehr schön aus. Und wir müssen schleunigst Yelkala einnehmen, weil... Ich will nicht nochmal in diesen blöden Bergen hier kämpfen. Das nervt ja sowas von, Und ich hoffe, meine Reiter sterben. Auf die habe ich irgendwie nicht mehr so Bock. So, wenn die da so immer... Och, wir haben 4 Stück. Obwohl, dann können wir die eigentlich behalten, weil... Ich meine, wenn man dann später dann vielleicht noch so 6, 7 Reiter hat, sind die eigentlich relativ effektiv, denke ich mal, in Schlachten. Wir sind halt mobil und machen Damage, ne? Also... Na, guck dir den an. Hier, Lektion fürs nächste Mal. Greif nett unsere Dörfer an, okay? Dankeschön. So. Oh ja, Reiter sind echt stark. Fällt mir gerade auf, also... Muss ich ehrlich mal gesagt haben? Na komm, ich will den Rutschopf hier haben. Oh! Oh Gott, ich kann gar nichts. Gib mir deine XP! Gib du... Lol, die sterben ja alle, bevor sie mir ihre XP geben können.
So, haben wir noch ein paar XP-Leute hier? Da! Jetzt pass auf. Okay, da war wohl nix. Aber ich hole mich mir trotzdem. Das war's. Jo, das... Ja, das war's, perfekt. Ich habe die ganze Zeit auf diesen Krieger geachtet, auf diesen Reiter, aber der hat irgendwie sich nicht bewegt. Also, der hat keine Emotionen gezeigt. Da habe ich gedacht, wir haben doch noch nicht gewonnen. Nochmal einen Armbrustschützen einstellen. Oh, und wir haben diesmal mittlerweile die 80.000 Marke, diese 80.000er Marke geknackt. So. Und ich gucke jetzt mal ein bisschen durch, ja. Also ich interessiere mich jetzt echt mal, wie viele Leute wir haben. So, bis hierhin, das sind alles voll ausgebildete Leute. Ich glaube, ja, hier haben wir noch ein paar Ritter. Da haben wir hier nochmal einen Lanzenreiter. Sieht das, wir haben echt nicht mehr viele unausgebildete Leute. Also, ich muss zugeben, wir haben eine ziemlich starke Truppe. Und die Schlacht Orgebirgsbanditen gegen unsere Feinde können wir uns halt leider nicht einmischen, aber wir können die direkt danach angreifen. Ne? Kein Ding für uns. Aber wir können es halt natürlich nicht einmischen, weil Gebirgsbanditen sind unsere Feinde und die Rodok-Leute sind unsere Feinde, ne? Was wollen wir denn da tun? Wir stellen uns einfach auf den Berg, gucken zu, wie die sich gegenseitig abmetzeln und danach ficken wir die Sieger weg. So läuft das hier in dem Game, meine Freunde. Kann man nichts machen, ne? Wo sind denn die Gegner? Haben die sich versteckt? Müssen wir jetzt suchen? Ach, da sind sie ja! Hinterm Berg. Ganz dreist versteckt, oder was? Ach ja. Rodok-Leute mit saranidischen Wurzeln hier. Ach, kommt, weg mit euch. Haltet mein Pferd nicht auf. Auf dem Wege zum Ruhm, ja? Und ich laber wieder Scheiße. Fällt mir gerade mal so auf, ja? So nebenbei bemerkt. So. Na kommt, Leute. Ich brauche... Wie viel gibt denn so ein Typ XP? 72 Erfahrung. Wir brauchen irgendwie noch 20.000 Erfahrung. Also das dauert noch ein bisschen, ne? Oh Gott. Der hat 180 Erfahrung gegeben. War ja nicht schlecht, ne? Oh, und der hier gibt wie viel? Na, keine Ahnung. Habe ich nicht bekommen. Ah, wieder eine Easy-Schlacht hier. Ich denke mal, ist auch ganz gut, wenn wir hier so ein bisschen aufräumen in unserem eigenen Gebirge. Ich meine, so aufräumen im Sinne von hier mal die ganzen Gegner töten. Ich denke, es auch effektiv. Okay, eigentlich habe ich das gesehen, dass dieser Sultan herkommt. Denn, meine lieben Freunde, wenn ich jetzt auf diesem Weg... die wollen irgendwas belagern. Ich sehe schon kommen. Die wollen irgendwas tun. Ich muss jetzt dringend mit irgendjemand sprechen, damit wir unsere Truppen... Oh! Mann! Ich will doch nur unsere Truppen versammeln! Was soll denn das? Truppen versammeln und dann gegen die kämpfen. So eine mega Riesenschlacht, ey. Und ich weiß nicht mal, gegen wen wir gerade kämpfen. Ich glaube, das sind einfach nur Gebirgsbanditen. Oh Gott, ey, der König, der Sultan hat einfach 400 Leute, ey. Das ist nicht lustig, ey. Hätte ich das Truppenlimit nicht hochgestellt, hätte er vielleicht was mit 300 gehabt, ey. Oh, das ist blöd. Oh, wie die Reiter, die alle ummetzeln. Oh, das ist ja sehr schön. Das ist ja wundervoll, wie die alle hingeflogen sind. So. So, Entschuldigung. Muss ich gerade mal zur Tür gehen. Und, na, läuft ja mittlerweile ganz gut hier. Oh, hier ist noch einer. Gib mir deine XP, komm. Dankeschön. Kein Ding für mich. Oh, das ist schön, wenn man überall so Leute sieht mit unseren Wappen. Oder zumindest in diesem grünen Umrandung über den Wappen. Oder um den Wappen herum. Keine Aufwerten, schade. Weil wir brauchen jetzt eigentlich unsere ganze Map. Oh, ich wollte mit dem reden, ne? Ne, ich will ihm keine Soldaten geben. Ja, kann ich auch Soldaten nehmen? Ne, kann ich leider nicht. So, Truppen sammeln bitte. Wäre echt nett, wenn jetzt mal ein paar Leute vorbei... Ach, die gehen einfach nur auf Feldzug und machen was kaputt, oder wie?
Wäre cool, wenn mal so ein Hunderter jetzt vorbeikommen würde und uns helfen würde. Die bauen sich hier ganz sneaky auf, oder was? Oder was machen die? Na, die verpissen sich schon wieder. Ein Glück, weil ich habe so das Gefühl, wir wären ziemlich gefickt worden. Okay. Aber ich warte noch ein bisschen und guck mal, wie viele Leute uns jetzt helfen wollen. Wie viel wir jetzt insgesamt sind. Na, wir sind ja nicht so viele, wenn ich ehrlich bin. Aber wir machen erstmal den hier. Oh Gott, diese ganze Armee. Oh. Na komm. Och, der bleibt bei dem Sanjar Khan, ne? Ja, muss er halt sterben, ne? Kein Ding für uns. Hat das sind 40 Reiter, ne? Aber wir haben auch viele Reiter. Perfekt, gut. Ach nee, der hat gar keine Reiter. Der hat einfach nur einen gehabt. Kümmere ich mich mal wieder hier um die Backline. Alles schön wegschnitzeln hier. So. Na komm. Ich glaube, Reiter geben insgesamt in dem Game, also wenn sie voll ausgebildet sind, am meisten Erfahrung, wenn man die tötet. Oh Gott. So. Der hat nämlich jetzt 114 gegeben. Und der war ziemlich low ausgebildet. Also er sah zumindest so aus. Also wie der hier. Der hier sieht schon höher aus. Und der gibt... Steht bei der Way auch immer links unten im Chat, wie viel der dann gibt. Na komm her. Ich hätte gerne... Oh Gott, der flüchtet. 192. Also ihr seht, Reiter geben schon ziemlich viel. Ich hätte jetzt mal gerne zum Vergleich so einen voll ausgebildeten... Also eine Wegewache oder so, wäre nicht schlecht. Na, der eine hat jetzt 114 gegeben. Der war aber auch ziemlich low, glaube ich. Oh Gott. Bleibt einfach stehen. Lol, nee, hier ist das Ende vom Schlachtfeld. Okay. Ach, schon wieder gewonnen. Too easy. Aber es sollte die Moral unserer Truppen ziemlich steigern, ne? Überdurchschnittlich. Und durchschnittlich, naja. Geht auf jeden Fall mehr. Ja, und wir haben fast eine voll ausgebildete Truppen. Fast voll ausgebildete Truppen. Velusa kriegt auch irgendwie keine Leute dazu. Oh, der ist tot. Den privat besprechen kann ich. Ich werde jetzt jeden, den ich anspreche, werde ich was privat besprechen. Also ich will versuchen, die auf unsere Seite zu ziehen, weil ich finde, eine Schlacht, so eine eindeutige Schlacht, ist auch ein bisschen langweilig und ich meine, wir können auch immer wieder neue Leute gebrauchen, ne? Sollte ja kein Problem sein. Oh, nehme ich meine ganzen XP weg, mein Freund. Die gehören alle mir. Ich würde ja auch gerne Solo machen, aber das wird echt lange dauern. Also ich denke mal, ich könnte es schon schaffen, wenn ich die ganze Zeit um die rumrenne. Und dann die ganze Zeit hier einmal mit dem Schwert reinschlage. Auch ohne, dass mein Pferd stirbt. Man muss halt ein bisschen aufpassen, aber... Es wird halt wirklich sich über eine ganze Folge hinziehen, denke ich mal, oder? Naja, ich meine, okay, bei 40 Leuten... kommt man vielleicht bei 10 Minuten Schlacht hin, aber... Naja, ich hoffe, es sterben gerade keine Leute von uns, ja? Das fände ich ein bisschen traurig gegen 40 Leute, ja. So. Das war's schon wieder. Ne, das doch. Hier, den will ich. Ne, den werde ich nicht bekommen. Oder doch? Ja, den habe ich bekommen, perfekt. Der hat auch 114 Erfahrungen gegeben. Na, ich denke mal, sollten wir auch bald wieder beim Level Up sein. Und dann haben wir auch endlich unseren Bogen. Und dann werden wir Yelkala angreifen. Und erobern natürlich, ne? So. Wir haben keine Verluste. Perfekt. So, gefangen genommen. Ich habe gesehen, die wollen wieder ein paar Faxen machen. Aber der Sanjar Khan... Nein, nicht Sanjar Khan. Ich meine, der Sultan. Der Sultan will nicht. Schade. Sultan will leider nicht. No. Graf Kleist. Der war auch mal bei uns, glaube ich. Scheiße. Finde ich nicht so gut, dass sie sich alle anderen Leuten anschließen. Oh, guckt euch den an. Privat besprechen. So, ich klicke jetzt mal nicht immer hier. Ich sollte der König sein an, weil... Ich will diesen Unfrieden beenden. Na, nehmen wir doch mal das hier. Okay, er muss sterben. Oh.
Oh, da ist die Folge eigentlich schon vorbei. Das waren jetzt 44 Gegner, ne? Ich denke mal, wir können das mal auf 16 Minuten hinauszögern. Weil die sollten jetzt eigentlich auch kein Problem darstellen. Besonders, weil die nicht mehr auf uns zurennen. Denken die einfach, die können Aufstellung machen gegen 200 Truppenleute, ich meine, das ist auch wieder ein bisschen traurig. Wir haben nur 200 Leute, die sich uns angeschlossen haben jetzt. Das ist ein bisschen low. Ich meine, wir haben so ein großes Reich, wir haben wirklich sehr viele Fürsten. Hätten sich echt mal ein paar mehr anschließen können. Ich glaube, dieser Rodok-Speerwerfer, der gestorben ist, ist von uns. Was auch wieder ein bisschen kacke ist. Aber wie schon gesagt, ich will 123 voll ausgebildete Truppen bei mir haben. Weil mit Jelkala ist nicht zu spaßen. So, der hier gibt XP, komm. Ne, die haben mich noch nicht mal getötet, glaube ich. Ich sehe nämlich die XP-Anzeige nicht. Oh Gott, ich kann gar nichts. Ich glaube, die sterben gerade alle von uns, die Leute. Ich bin mir nicht sicher, aber... ich hoffe zumindest nicht. Sonst noch irgendjemand hier? Weil ich sehe keinen. Aber ich finde die Blumen so schön. So während der Schlacht die Blumen angucken, ne? Kein Ding. Jetzt haben wir es, perfekt. Ich will mich nicht zurückziehen. Wäre ein bisschen dumm von mir. Und wir haben keine Verluste gemacht. Oh, jetzt kämpfen wir gegen einen. Also, das ist ja wieder so eine Aktion, die muss echt nicht sein. Gegen einen einzigen. Ja, das zieht sich jetzt wieder unnötig in die Länge. Aber dann sag ich schon mal heute rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns dann nächste Folge. Wieder ein bisschen befördern und so. Ihr wisst, wie es läuft. Unsere Dörfer ein bisschen verteidigen. Und dann würde ich sagen, haut rein. Bis dann. Ciao.